Und damit herzlich willkommen zurück zu Kenna, Bridge of Spirits, in der nächsten Folge. Und ja, wir sind gerade verdammt mit unseren wunderbaren Wards. Und ich werde sie jetzt doch so nennen. Ich bin ein bisschen entschieden. Ich werde vorher Wards genannt, aber naja, ich glaube Wards ist da doch besser. So, und ja, gut. Wir gucken uns einfach auf die Map, würde ich sagen, wo wir es hin müssen. Also wir haben jetzt hier, das ist so eine Baudorf, da haben wir jetzt schon ein paar Sachen gemacht. Ich sehe gerade noch nicht allzu viel, aber gut. Ja, wir haben jetzt zwei Fragezeichen oder beziehungsweise Schlösser, die wir dann noch freischalten müssen irgendwie. Und unsere Mission hier oben. Und ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal hier hochgehen und das da oben machen. Und Taro befreien. Können wir das hier nochmal machen? Können wir, cool. Ja, für mich ist heute ein neuer Tag. Kleine Pause gemacht und jetzt hier wunderbar weiter. Und ja, ich hoffe, alles läuft gut. Schauen wir mal. Und ich glaube, wir müssen hier hoch, oder? War das nicht so? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Laufen wir einfach mal. Stimmt. Okay. Ich glaube, wir sind nicht hier richtig. It went through here, but we can't get past. There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Na klar doch. Sehr gerne. Ja, schauen wir mal. Das sieht doch nach einem Kampf aus. Ja, dann wollen wir mit unseren Süßen da rumlaufen und reingehen und alles ganz machen. Hallo. Oh, heile dich. Wir können es heilen. Echt? Die Watch können spezielle Blumen reinlegen, um Kenas Gesundheit wiederherzustellen. Schicke dein Wort auf sie, indem du X drückst. Außerhalb des Kampfes wird Kenas Gesundheit automatisch wiederhergestellt. Das war das schon. Laut bei mir spielt, aber bei euch passt das. Okay, das ist die Special Blume. Au! Sehr frech. Okay, Minecraft, ich muss gucken, dass ich das mit Konter oder so. Warte mal. Ah, Kacke. Okay, ich bin nicht ganz raus. Es geht. So, wir haben ein Schild, das wir zerstören können. Dürfen wir noch nicht. Okay, scheiße. Wir dürfen auch nicht in die Blumen reinlaufen. Doch, belasten da. Wir werden hier sterben. Wir werden sterben, Leute. Tut mir leid. Naja, besser nicht. Okay. Und dann direkt voll geheilt. Gnade hier. Läuft. Und kaputt. Ja, das ist doch ganz okay. Hat jetzt erst nicht so gut nach Kaili. Wow. Was ist das? Kana, I know what that is. It's a forest here. Eine Waldschreie, ne? Bring deine Watt zusammen. Waldrehen stellen vorübergehend die ursprüngliche Form der Watt wieder her. Okay. Verwende, um die Wolke zu bewegen. In dieser Form können die Watt Feinde angreifen, Barrieren zerstören oder Verderbnisse bereinigen. Wow. Okay. Whoa, look what happened to the rock. He's so cute. Look at him go. Echt süß. Does he know any tricks, Kana? Oh lol. Das geht so. Cool. Können wir das hier kaputt machen? Oh.
Okay, dann können wir vorne jetzt kaputt machen. Dann gibt's einen. Komm nochmal her. Dun, 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 dun. Gleich wieder da. Scheiße, zu wenig. Nochmal. Kommen Sie her. Okay, das ist sehr cool. Miau. Sehr cool. Okay. Haben wir noch ein paar mehr Funktionen. Ich wollte echt mit den beiden hier nochmal reden, weil die sind anscheinend schon weg. Joa. Guck mal, aber so dadurch kommen wir vor, wie jetzt da mit dem Viech reinlaufen. Was ist das denn? Nö. Ah, wir helfen ihm. Cool. Ja. Nice. Gut, dass man nochmal genauer schaut. Also wahrscheinlich nicht so drunter, oder? Wahrscheinlich nicht. Wir schauen trotzdem mal kurz. Sicher, sicher, wir wollen die nichts verpassen. Okay. Was ist hier hinten? Nichts, oder? No. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nicht lang. Sehr cool, sehr cool. Over here, Kena. There is something in the ground. Aha. I bet a forest here can grow here. So schon mal nicht. Reden. Ja. There must be something nearby. Let's look around. Na gut. Nur wenn wir in der Nähe haben, das Ding zu triggern. Vielleicht die Steine hier drüben. Maybe. Da kommen wir nicht durch, da muss das Ding triggern. Eventuell hinterm Wasserfall. Aha. Wie haben wir denn da schon das? You'll get it. Ach, das ist so ein Getränk. Great. What? Right there. So, ihr müsst das alles bitte mal dahin bringen. Wow. Mega, mega cool. Ja. Ah, noch 500 Dreckstellen, okay. Jo, dann machen wir mal hier, räumen wir ein bisschen auf, ne? Diese Scheiße wegmachen. Bam. Okay, die Angriff kostet mir viel tatsächlich. Da ist noch was, verdammt. So, wieder auffüllen. Was ist jetzt passiert? Wow, das ist eine Menge gewesen. Nice. Dann können wir bestimmt bald wieder skillen. Glaube ich zumindest. Ich will kurz mal hinten hingehen, ob da hinterm Wasser mal irgendwas rum liegt noch oder so. Das sieht nicht so aus. Schade. Ja, okay. Dann holen wir uns noch einen. Räumen wir hinten noch auf. Ja, okay. Da haben wir, glaube ich, erstmal die Lüfte frei, alles aufgeräumt. Wunderbar. Da ist nichts mehr, glaube ich. Hoffe ich. Wie auch immer. Kannst du da hoch? Nee, ne? Okay. Los. Okay, aber wir können hier auch. Gibt's hier was? Ist hier was versteckt? Das sieht doch stark danach aus. Das lohnt sich schon fast nach für einen Screenshot, oder?
alles verschwommen. Naja, egal. Okay, cool. Was gibt's hier schon? Hallo? Es sieht so secret aus. Ah, wir müssen sogar hier lang. Oh. Okay. Dann warte ich so dran, dass ich nicht gut, wenn wir hier auch lang müssen. Okay. Dann gehen wir hier hoch. Und ja. Schauen wir mal, was da Schönes gibt. Nur der Schatz halber. Wop. Okay, cool. Ich glaube, hier geht es gleich richtig rund. Aber so richtig rund. There's more poison ahead. We'll just wait here. Ja, das hab ich mir schon gedacht, ihr beiden. Oh, warte mal. Sorry, aber bitte nicht triggern. Das ist doch perfekt mit ihm da, ne? Das ist doch richtig perfekt für ein Bild. Aber so richtig. Wir sind ein bisschen demotiviert. Geht das vielleicht noch mit ein bisschen motivierter? Danke. Also ich würde sagen, perfekt. Okay. Hallo? Ihr Viecher da. Ich bin nett, ne? Ich möchte euch nicht zerstören oder so. Nein, oh. What? Okay, merken bei dir ist die Bombenschlag machen. Ich weiß nicht, wie darf ich gerade. Ich würde schon Sachen kaputt machen. Das war assi gerade, was der gemacht hat. Ich habe übrigens auch gehört, dass das Spiel sehr schwer sein soll. So im Bereich vom Kämpfen her und so. Schauen wir mal, was auch so ist, ob wir es gut gemeistert bekommen. Außer 1-2 Mal lief es ja bisher eigentlich ganz okay. Hm. Nice. Ja, ich würde gerne das Hinterkopf machen. Aber noch nicht, okay. Wo kommt da an? Okay, Planänderung. Au. Ah, ich dachte, wir müssen mehr Schaden machen, gell? Oh, Mann, ich wollte blocken! Falsche Taste, Entschuldigung! Ah! Okay, wird das ein bisschen unangenehm, Leute. Der Typ Schaden, ey. Nice. Sehr, sehr cool. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass wir krepieren. Das war ein bisschen unangenehm, aber wir haben es doch gut gemeistert, finde ich. Ja, nice. Da können wir reden, dann können wir rein. Hallo, ihr. Did you see what she did to that monster? I told you she could help us. Great work, Kena. Let's keep going. We're getting close. Ja, sehr gerne. Mit denen im Kampf zu interagieren, also das hier im Café, so haben wir gesagt. Gar nicht so easy tatsächlich, weil die jetzt nicht sonderlich schnell sind. Und ich weiß, wann die Gegner in der Range sind, damit es funktioniert. Okay. Hast du jemand versteckt? Ja, dachte ich mir doch. Hallo, du. Oh. Sehr cool. 12 von 15. Nee, wir wollen eigentlich nicht das verwenden gerade. Können wir hier noch irgendwas tun? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir weiterlaufen.
mal kurz hier umschauen. Ich meine, ist alles ziemlich hübsch gemacht. Wir haben Zeit, das Spiel geht eh zu lange, hab ich gehört, gelesen, wie auch immer. Also, gucken wir uns hier ganz kritisch um und werden mal kurz dafür sorgen, dass wir hier möglichst viel mitnehmen. Unter anderem natürlich hier mal aufmachen. Ist da drin noch was? Nee, ne? Oder von diesem bösen Zeug, meine ich jetzt. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Truhe. Eine Schleife? Alles gut. Okay. Finde ich cool. Nehmen wir auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir mehr Hüte haben als Watts. Echt mal gespannt. Warte mal, hat da gerade einer. Hat er so Geräusche gemacht? Irgendwas? Ne, die freuen sich davon nur. Okay. Wahrscheinlich hätten wir irgendwas gefunden. Können wir da hoch? Wir dürfen im Haus nicht hüpfen. Das finde ich ja schon ein bisschen frech spielen. Okay. Ja, der kommt auf jeden Fall nicht hoch. Okay. Cool. Dann weiter geht's. Ganz kurz. Sagt ihr wirklich nichts, Mensch? Hab ich immer vergessen? Did you see what she did to that monster? Okay. Great work, Kena. Let's keep going. Okay. Dann gehen wir weiter. Da vorne in diese. Ja. Düstere Höhle und Durchgang rein. Ich bin mal ein bisschen unsicher. Das Süßchen ist es hier gar nicht. Ich habe auch die Helligkeit recht hoch, damit ihr auf YouTube auch was seht. Die YouTube ist ja meistens ein bisschen dunkler aussehen lässt und es fängt an zu regnen, oder wie? Das sieht jetzt aber nicht mehr so freundlich aus. Also, mit nicht mehr so freundlich meine ich gar nicht freundlich. Oh no! No! Wir müssen irgendwo folgen. Alter, ist. Ah, sieht so gut aus. Oh, Alter. Respekt. Okay. Okay. Hm. Was ist denn da oben? Das sieht doch so aus, als ob da ein Wort versteckt wäre. Red, wo geht's hier lang? Wo kam die gerade von da? Ich möchte hier nichts verpassen. Ich bin hier nicht durchrennen, könnte ich mich vergessen. Interagieren, hallo? Interagieren? Wie kann ich damit nochmal interagieren, hallo? Dort geht's nicht. Gar nicht wahrscheinlich, habe ich einfach nur zum Löschen gebracht. Wenn ich es einsammeln kann, dann habe ich gerade keine Ahnung wie. Oh lol. Das ist ja frech, wir dürfen hier gar nicht durch. Ich dachte so, oh voll ist krass, die krasse Sache gefunden, aber sie ist auch gar nicht so gut. Man darf hier nicht durch. Hier, unsichtbare Wand. Also, unsichtbare Wand, das ist tatsächlich eine Wand. Okay, dann er da oben. Wie ging auch? Ich kann ja nicht schießen. Wie genau bekomme ich dich da runter? Ah. Okay. Ich hatte so ein Gefühl, wir kommen hier später nochmal hin und wollen dem Typ jetzt hinterherlaufen. Toro, oder wie er hieß. Oh nein. Okay,
Es sieht irgendwie nach einem Bossfight aus. Hat auch nicht gewonnen, dass ich das merken könnte. Das ist irgendwie so, ne? Ach, ja. Ich freue mich drauf. Maske verwenden. Wow. What happened? What did you see when you put on Taro's mask? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Auf dem Hügel wahrscheinlich. Okay, ich dachte, es kommt Bossfight. Dann mache ich falsch. Okay. Dafür waren es ziemlich coole Effekte. Eine wunderbare Zwischensequenz. Ah, ich kann nicht aufhören, Screenshots zu machen. Es tut mir echt leid. Sieht einfach zu gut aus. So. Können wir den ganzen Scheiß hier irgendwie entfernen? Nein. Ach, das wollte ich gar nicht. Nein, aufstehen. Ich wollte die Maske anziehen und kurz mal gucken, ob ich hier irgendwo vielleicht einen Watch finde. In die Richtung unserer Mission. Ne, leider nicht. Okay. Gucken wir erstmal da hinten, würde ich sagen. Ob hier irgendwas ist. Auf meine Tür. Darf ich da rein? Nee. Nee. Wie geht's hier lang? Okay, das habe ich jetzt gerade nicht erwartet. Okay, cool. Nein. Aua. Da kann man drauf. Warte mal, das kostet. Nee, Spiel. Wir kommen aber nicht hoch. Wir können zwar von hier aus sehen, dass es da hoch geht, aber wir wissen noch nicht wie. Weil, ja, wie auch. Ja, so schon mal nicht. Oh. Schnell weg hier. Giftiges Zeug. Okay. Gefühlt sind wir hier gerade richtig. Ich werde gleich mal umkehren, um sicher zu gehen, dass es in die andere Richtung nicht weitergeht. Hier ist die Tür, die wir auch bekommen müssen. Okay. Die warten sogar nicht auf mich. Na gut. Ich will nur mal gucken, ja. Ich will hier noch nicht hier unbedingt weit her. Das ist ein Gegner. Wenn wir darüber hüpfen, gibt es einen kleinen Kampf. Dann lass uns doch ganz kurz mal in die andere Richtung sprinten. Und mal gucken, was es da gibt, bevor wir hier weitergehen. Ich will nichts verpassen, das ist halt einfach so. Wir haben ja auch Zeit. Ich glaube, keiner von uns hat sich eilig. Mein Orientierungssinn ist gerade ein bisschen von Arsch. Wir kamen von da, oder? Ja. Das heißt, wir können da links lang, wir können da auch lang, okay. Sagt ihr noch irgendwas? Ja, okay. Dann würde ich erstmal da lang laufen. Also das sieht nach dem richtigen Weg aus. Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Irgendwas, ich möchte nichts verpassen, ey. Verdammte Scheiße. Ah, das ist echt mies, weil das Gefühl hat man, dass man nicht verpassen möchte. Und dann gibt es so verwinkelte Bereiche.
Hier gehen wir noch nicht hin. Jetzt sieht es nach einer Sackgasse aus. Wir können ja später eh nochmal komplett langlaufen, ne? Ich glaube, wir müssen nicht alles auf einmal mitnehmen. Tatsächlich. Da ist eine Truhe. Das heißt, da runter müssen wir auf jeden Fall. Da ist ein Pflänzchen. Was ist das? Kann ich damit irgendwie interagieren? Also, ob man die Dinge halt abschießen kann. Vielleicht kann man das später machen. Ich bekomme noch eine Fettkampfwaffe, maybe. Okay, darunter wollen wir auf keinen Fall. Ich glaube, da sind wir auch tot. Ich werde es jetzt erstmal nicht testen. So. Gehen wir hier runter. Wo ist die Truhe, die vor uns versteckt wurde? Nice. Danke für den Loot-Spiel. Dann schwimmen wir zurück und gehen das erstmal. Gucken wir auf die Map. Das wäre doch mal eine Idee, Leute. Wir schwimmen jetzt hier rüber, gucken wir auf die Map, wo wir als nächstes hingehen. Ach. Ich meine, wir können jetzt rechts lang gehen, dort fighten oder links lang, wo wir eigentlich lang sollen. Okay. Ich sag mal so, wie es ist, die Wege kreuzen sich hier vorne. Warte mal. Hier geht ein Weg unter den Baumstamm lang. Und da waren wir gerade schon. Hier ist noch ein... Hä? Ach, hier ist die Tür, wo wir nicht weiterkommen. Stimmt. Wir sind gerade bis hier hingerannt. Das heißt, das ist der zweite Weg und es gibt den Weg noch hier rüber, wo wir hin müssen. Dann will ich den zweiten Weg bis zum Baumstamm erstmal abklappern. Müsste ja dann der hier sein. Aber wahrscheinlich nicht darüber, sondern... Okay, aber wir wollen nicht darüber, sondern wir wollen hier rechts dran vorbei. Unter den großen Baum durch. Ja. Also wir müssen auf der anderen Seite von dem Pfad. Gut, machen wir den. Let's go. Überraschung, die Seite. Oh nein. Das ist ein kleines Fehler, das Pick machen. So kommen wir schöne Punkte durch, wo wir schöne Skills aktivieren können. Ich hätte mich jetzt getroffen. Und ein bisschen Schaden gemacht. Nice. Okay. Haben wir die Leute weggemacht? Ja, das waren die Fallen, die wir gesehen hatten. Jetzt können wir da hoch. Ich habe auch nichts vergessen. Damit sieht man ja manchmal auch. Was leuchtet da so? Wahrscheinlich nur die Pflanze. Yes. Okay. Gehen wir mal da hoch. Erkunden dann die Richtung noch. Ups. Ah, ne, hier sind wir. Hier ist auf jeden Fall ein Sackgasse. Das ist gut. Mal das jetzt in der Folge noch. Dann nächste Folge gehen wir den richtigen Weg. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hier ist ein Shop. Oh. Gut, Werk entdeckt. Oh, wie cool. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist ein perfektes Ende. Aber ein richtig nices Ende. Okay. Lass mich mal raten. Wir kommen hier nicht rüber, weil das Zeug den Weg versperrt und wir aktuell noch keine Möglichkeit haben, das Zeug platt zu machen. Schlau gemacht, Spiel. Ganz schlau. So. Shop. Hallo. Wir haben neue Sachen. Ein Fuchs. Achso, Schleife. Nächster Fuchs. Oh, könnt ihr sogar bewegen ein bisschen. Wie cool. Mir leider noch nicht. Das heißt. Also automatisch aktiviert. Jetzt haben wir noch 4 Stück ohne.
Ja, da finden wir schon noch was. Kein Problem. Okay, hier ist Sackgasse. Gut, eingezeichnet, hier kommen wir nicht weiter. Bleibt so der Baumsturm für nächste Folge übrig. Okay. Ich will unbedingt wissen, ob man das da oben irgendwie triggern kann, ne? Kommen wir nicht dran, oder? Ne. Naja. Nö. Wer versteckt sich denn hier? Noch zwei Stück bis zum nächsten Level. Ich meine, als ob ich direkt darüber renne, ne? Ich guck mich natürlich erstmal hier um. Okay, jetzt wohl nichts mehr. Doch noch was gewesen. Jetzt ist hier nichts mehr. Nein, verkackt. Wait. Ich meine, alles, was jetzt kommt, ist ja eh extra. Ein bisschen überlänger und so. Also werde ich kurz mal probieren, da noch rüber zu hüpfen. Ich will nur ausschließen, dass es wirklich nicht geht. Ach, das geht. Ist schon gefallen. Ja. Okay, hier ist aber nichts. Können wir auch rein. Jetzt verstecken. Und wieder raus. Schön. Okay. Upgrades! Ich dachte mir, das ist echt gerade ein guter Zeitpunkt, jetzt noch zu machen. What Level haben wir bald weiter? So, ja. Wir können jetzt hier und das da machen. Halt jetzt RT gedrückt. Und drücke immer runter, mal zu erzeugen. Das kostet mich auch wieder die Erfahrungsdinger. Da kann ich einen richtig krassen Schlag ausführen, der läuft vor allem bei dicken Gegnern echt viel Wumms macht. Da ist eh noch gesperrt. Da ist bei 2. Startet den Kampf mit 118 verfügbar. Das ist auch ziemlich cool, finde ich. Ich merke gerade, dass ich manchmal noch Hut sage, manchmal Wort. Ich kann mich irgendwie innerlich noch nicht ganz entscheiden. Alternative dazu, das hier haben wir schon. Könnten wir das hier machen? Wer du sprintest. Alter. Wir können Mächtigen-Angriff dann machen. Sehr cool, aber schon der andere. Also, der ist ja zusätzlich natürlich, aber. Müssen wir noch nicht machen. Hm. Ja, Wirbelangriff ist auch ziemlich cool. Brauchen wir mal eine Watch-Fähigkeit. Es geht nicht anders. Akzeptieren. Okay, wie geht das? Nice. Wir könnten mal was testen. Nein, warte, falsche Taste, Entschuldigung. Nee, zu früh? Alter. Okay, ja. Sieht ja echt weg, hatte die Viecher, ne? Ich könnte eigentlich. Aber zu viele Effekte. So, Leute, das war's heute Folge gewesen. Nächste Folge gehen wir da hoch und gehen wir zu Russus und fragen ihn mal, wie wir den Nachbarn finden. Um da von ihm die Erinnerung wiederzufinden. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Und gucken, ob wir nächste Folge überhaupt schon ankommen. Also, wenn es da ganz oben auf dem Berg ist, dann dauert das einen Moment. Wenn es da oben nicht ist, dann kommen wir da vielleicht sogar hin. Mal gucken. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge von Kena, Bridge of Spirits.